So, neue Runde. Verteidiger-Barbecue hat alle Befehle ausgeführt. Das ist unsere erste Nachricht. Keine Schlachtaufzeichnung. Na ja, komisch. Aber na gut. Verteidiger-Barbecue ist einfach nur angekommen. Okay. Verteidiger-Makrohard ist wahrscheinlich auch einfach nur angekommen. Die Raumstation Wallaby hat 6 neue Schiffe vom Vertyp Laser. Okay, und das war's an Nachrichten. Okay. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Das ist nicht näher ran. Ich zoome mal ein bisschen näher ran wegen den roten Dreiecken. Also, wir haben Wallaby. Wallaby hat immer noch kein ordentliches Minenfeld, weil die Minenleger keinen Auftrag haben. Das könnte das Ganze erklären. Minenlegen. So, wir haben einen Sechser-Trupp Kreuzer, der bald auf 10er erhöht wird. Die werden dann in Verteidiger Wallaby umbenannt. Wir haben Beethoven, wo Verteidiger drumherum fliegen, 5 Stück, und trotzdem unter ihnen auf dem Planeten 60.000 Nianer oder wie auch immer die heißen, leben. Orange ist noch nicht besiedelt. Hier haben wir. Oh, wir haben keine Flotte mehr auf Scurvy und wir haben keine Flotte mehr auf Nickel. Ja, das haben sie alles nach und nach weggeschossen. So viel dazu, dass wir so überlegen sind. Ja. Müssen wir echt im Auge behalten. Das Kolonieschiff ist immer noch unterwegs. Die nächsten wie viele Jahre? 13. Ja, das passiert, wenn man Schiffe losschickt mit zu schlechtem Antrieb. Ich bin versucht, einfach weiterzuklicken. Also nächste Runde. Hat sich ja sonst eigentlich nichts getan. Mal wieder schön zentrieren. So, und F9. Aha, 3 Schlachtaufzeichnungen. So muss das sein. Geheimnisvoller Kentler hat den Kurs geändert. Oh, sag mir bitte, dass das nicht unser ist. Nee, das da ist unserer. Der ist aber auch noch. Moment mal, wo ist unser? Och nö, ne? Die haben unsere Transporter abgeschossen. Was für eine. Lassen wir gleich mal gucken, was wirklich passiert ist, aber es sieht so aus. Wir hatten hier Transporter hingeschickt, um den Händler abzufangen und wir haben ihm keinen Geleitschuss gegeben. Anfängerfehler. Okay. Transporter brauchen alle in ihrem Transporttrupp mindestens Verteidiger, die genauso schnelle Antriebe haben. Mann, 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 ich sollte mir so eine Art Schablone zurechtlegen. Also Angreifertruppe steht aus, Angreifer möglichst guten Antrieb, so und so solche Waffen, so und so Sensoren. Nee, keine Sensoren. Aus einem Scout mit dem gleichen Antrieb, mit sehr guten Sensoren und vielleicht nur einem Transporter für Schrott einsammeln. Das wäre eine Angriffsschablone. Dann noch so eine Schablone für Verteidiger, ähnlich wie die von den Angreifern, nur die Antriebe sind egal. Und dann noch eine Schablone für Transporter, dass die auch immer einen Scout dabei haben und einen kleinen Trupp an Verteidigern. Ja, werde ich versuchen, in Zukunft so dran zu denken, wenn wir unsere neuen Designs dann haben. Nächste Nachricht. Verteidigerfregatte hat alle Aufträge erledigt. Du bist jetzt auf Finale angekommen. Benennen wir dich mal um. Du bist jetzt Verteidiger Finale. Transporter 2 hat alle. Oh. Er wurde doch nicht zerstört. Warum hat er eine rote Fahne? Oh. Weil unsere Transporte auf einem Planeten geparkt sind, besser in der Umlaufbahn von Resistor mit 9200 Russians, die alle zum Himmel gucken und sich wundern, was die Transporter da machen. Voll beladen mit Erzen. Ja, die wollen gleich weg. Also, ihr fliegt mal bitte. Wo bist du? In 3 Runden bist du da. Du fliegst bitte dahin. Oh, was ist denn das für ein blaues? Warte mal, näher ranzoomen. Noch näher ranzoomen. Okay, der Strich wird nicht dicker. Ganz am Ende von diesem hellblauen Strich ist so ein blauer Ministrich. Könnte das der Bereich sein, in dem der Händler demnächst sein wird? Das wäre sehr cool. Also ja, wir gucken jetzt, ob wir uns einfach dahin bewegen können und warten können, bis der Händler auf uns rauftrifft, quasi in unserer näheren Umgebung. Und ob wir dann auch assimiliert werden. Wenn das nicht klappt, wissen wir fürs nächste Mal, dass wir da parken müssen, wo er sein wird.
und dann in der Runde davor dieses automatische Abfangen machen, mit Wegpunkt auf ihn direkt setzen. So, das lernen wir also auch noch demnächst. Sehr schön. Lernen ist immer gut. Also, nächste Nachricht. Fregatte Verteidiger Laser 2 hat alle Befehle ausgeführt. In Sensibar. Nee, Sansibar. Dann bist du jetzt Verteidiger Sansi. Oh, mit Z. Sansibar. Weiter. Raumstation Wallaby hat dir 4 Schiffe gebaut. Du setzt dich mal zusammen mit den Schiffen und bist jetzt Verteidiger Wallaby. Weiter. Wir haben endlich Tech Level 12 in Antrieb erreicht, setzen Anstrengungen und Waffen fort. Wir können jetzt die Überdruckmaschine bauen. Und wir haben sofort Tech Level 9 in Waffen erreicht. Und können jetzt den Pulse Snapper bauen. Und das war's. Ein mittelgroßer Komet ist auf Dachshund eingeschlagen. Dachshund ist da. Es wurden neue bedeutsame Erzvorkommen eingelagert. Okay. Weiter. In einem Raumschlag vernichteten deine 5 Kreuzer ein Silent Mule. Vorwärts. Das sieht größer aus. 10-mal Fregatte Verteidiger Laser 2, die Flotte 5-mal Dragonfly. Deine Flotte wurde jedoch beschädigt. Nicht sehr doll anscheinend. 10%. Ah. Wo? Auf Finale. Da werden sie wohl nicht repariert. Oh, und ich habe vergessen, denen die Supertanker mitzugeben. Die reparierten doch, wenn ich mich recht erinnere, unsere Schiffe. Ich gucke mal kurz im Design, wenn das da aufgeführt wird. Supertreibstofftransporter. Nee. Gucken wir mal in dem anderen Ding. Forschung, nein. Technisches Handbuch. Wir hätten gerne Baupläne, Schiffe. Weiter, 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 weiter. Na, wo bleibt ihr? Tarnkappenbomber. Gibt ja noch interessante Sachen hier. Super Treibstofftransporter. Schiffe in der gleichen Flotte werden 10% schneller repariert. Ha. Da das prozentual schneller ist, heißt das wohl, dass die Schiffe so oder so repariert werden. Na, das ist doch okay. Dann brauchen wir die Dinger ja gar nicht. Also ja, es wären für eine Angriffsflotte praktisch, aber für die Verteidiger wohl nicht. Nächste Nachricht. 36 unserer Streitkräfte zerstörten ohne eigene Verluste Dragonfly. Das heute ein Suizid. Du hast einen Planeten unter fremder Herrschaft entdeckt. Resistor. Genau, da sind wir mit dem mit dem Transportschiff dran vorbeigeflogen. Nee, gut. Gucken wir auf die Forschung. Wir haben Waffen jetzt erforscht. Nächste Runde erforschen wir, also in 2 Jahren, erforschen wir den kolonialen Phaser und den Delta-Torpedo. Die sind mir recht wichtig. Und danach springen wir um auf Elektronik. Für den Delfinscanner da unten. So, fertig. F9. Eine Schlachtaufzeichnung. Verteidiger Scurvy hat alle Befehle ausgeführt. Ist also angekommen. Weiter. Und ist auch gleich in eine Schlacht geraten. Mit einem Hip to be Square. Die Flotte einmal Hip to be Square. Das ist ein neuer Schiffstyp, den muss ich mir angucken. Feindliche Baupläne. Nie. Samenwolke, Brüsselhammer, Silent Mule, Blade. Ich sehe hier kein Hip to be Square. Fertig, vielleicht müssen wir ihn einmal gesehen haben. Zeige. Da, Hip to be Square. Vorteil 19, Panzerung 1460, Schilde 480. Schaden keiner. Hä? Anscheinend schon. So, du bist tot. Eine Runde zurück. Also, Schaden genommen, ja. Hauptziel alle, zwei Ziele alle. Man sieht keine Waffen. Sieht man jetzt vielleicht in dem Design Manager Waffen? Feindliche Baupläne? Nö, wird immer noch nicht aufgeführt. Komisch, komisch. Na gut, weiter.
Transport Equeus hat auf Nether Region entladen. Sehr schön. Dann wählen wir noch Nether Region mal aus. Und gucken mal. Ja, schon brauchen die nur noch 3 Jahre und keine 27 oder was auch immer das vorher war. Das ist schon mal sehr gut. Wir nehmen aber die Erztransformation mal raus. Wir nehmen die Erztransformation mal raus, damit wir eine Nachricht bekommen, wenn die hier fertig sind. Danach würde ich gerne andere Sachen bauen. Die Minenleger, das ist nur einer. Ja, zum Beispiel Minenleger. Und zwar richtig schön viele, damit alle 3 Planeten gut abgedeckt werden. So, nächste Nachricht. Klein wurde geterraformt. Stimmt. Wir haben Kolonisten auf Klein. Und die haben eine Samenwolke im Orbit. Also die nie. Und wir haben keine Verteidigung. Ja, ich habe auch nicht wirklich Lust, da irgendwas hinzuschicken. Wir haben aber schon ein bisschen was gebaut. Ja, lassen wir erstmal so, wie es ist. Wenn wir später Zeit haben, schicken wir mal eine Flotte da durch. Aber wir haben hier so viele kleine Ziele. Das ist echt nicht mehr feierlich. Die sollten sich mal zusammenschließen. Oh, na gut. Nachrichten sind keine mehr da. Dann mal F9. Eine Schlachtaufzeichnung. Transport Langstrecke wurde demontiert. 135 Kilotonnen Erze stehen jetzt der Raumstation im Orbit zur Verfügung. Ah, okay, das war der Verschrottenbefehl. Weiter. Flotte 2 wurde demontiert. Okay, Langstrecke 19 hat alle Befehle ausgeführt. Da. So. Ich zoome jetzt ganz nah ran. Da ist ein Pfeil und genau da, wo unser Schiff ist, ist auch ein Pfeil. Das heißt, nächstes Mal F9 drücken, müssten wir eigentlich mit dem Händler hier tauschen. Und wir haben auch 5000 Kilotonnen dabei. Ja, bin ich schon gespannt. Gucken wir mal weiter. Wir haben Tech Level 10 in Waffen abgeschlossen, setzen Bereich Elektronik fort. Und können jetzt einen kollidialen Phaser da bauen. Und Delta-Torpedos und Retro-Bomben und Neutronenbomben und Terraforming und überhaupt. Und wir haben sofort Stufe 8 bei der Elektronik erreicht. Können jetzt den Gazellen-Scanner bauen. Den wollte ich aber gar nicht haben. Alle deine bestehenden planetaren Scanner wurden auf die neue Technologie aufgerüstet. Sehr schön. Das gucken wir uns dann mal genauer an. So, wir können gleich viel mehr von den kleinen Wuselschiffen sehen. Ach du Scheiße. Ich will nicht wissen, wie das so in 50, 60 Runden aussieht. Das ist bestimmt alles voll mit kleinen roten Dreiecken. Und wir sind nur am Micromanagen, wen wir zunächst als nächstes töten wollen. Weiter. Ein seltsames Handelsschiff ist eingetroffen. Hier. 1, 2, 3. In 3 Runden wäre es hier. Da kommen wir auf keinen Fall so schnell hin. Nö, den müssen wir erstmal ignorieren. Obwohl, Wallaby. Transport Wallaby. 20 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 Runden. Schaffst du das Transport Wallaby in 5 Runden dahin? 6 Jahre? 5 Jahre. Ha, schaffst du es auch mit vollem Laderaum? Erstmal ganz kurz gucken, was Wallaby so hat. Wallaby hat sehr viel Boranium. Nicht auf die Santa Maria laden. Nein, danke. Du sollst bitte Transport Wallaby. Und wir sollten dem ein paar Verteidiger zuordnen. Okay, Wallaby, du baust bitte Listen anfangen. 10 Stück davon. Okay. Du und du, ihr wollt alle zu den beiden Planeten. Du auch. Keiner will zu Wallaby, das ist sehr gut. Also, nehmen wir jetzt Verteidiger Wallaby. Teilen die mal auf. Dass nur noch 5 da sind. Und unseren Transport Wallaby sammeln wir jetzt mit den 5 Verteidiger Lasern. Und hoffen, dass sie immer noch genauso schnell da ankommen. So, jetzt laden wir dich voll mit Boreanium und ein bisschen davon und ein bisschen davon. So, du schaffst es jetzt nicht mehr innerhalb von 5 Jahren da hinten. Das ist nicht gut. 6 Jahre. 6 Jahre ist zu langsam. Meh. Ja, dann müssen die doch wieder raus. Jetzt werden wir aber auf jeden Fall angegriffen. Ah, das ist jetzt doof. Aber es wäre auch ganz schön dreist, wenn wir einfach so an dieser riesigen
Flotte ist das ja schon fast, vorbeifliegen würden, nur um Handel zu treiben. Ja, okay. Den ignorieren wir also doch erstmal wieder. Okay. Die fünf Kreuze lasse ich auch mit dabei. Müssen wir eh alles in ein paar Runden einschrotten. So, nächste Nachricht. Raumschlachtstadt. Wir zerstörten unsere fünf aktuellen Verteidiger, zerstörten vier Blades ohne eigene Schäden. Da sieht man mal, wie krass der Unterschied ist. Also fünf Blades haben fünf von unserem ersten Design einfach so zerstört. Ohne größere Probleme. Und jetzt haben vier von denen es nicht mal geschafft, uns Schäden zuzufügen. Bei unserem neuesten Design. Obwohl es auch nur fünf waren. Das ist schon ordentlich. Vorwärts. Wir haben Ressourcen auf Kiche entladen. Sehr gut. Kiche, du baust deine Fabriken und brauchst dafür jetzt nur noch eine Runde. Das ist stattlich, aber du brauchst gar nicht mehr so viele. Entfernen. Du brauchst noch nicht mal 100 und vielleicht noch 50 Bergwerke. Danach kannst du Verteidigung bauen. 100. Schafft er auch alles in dieser Runde. Wow. Ist ja ein richtiges Powerhouse da. Und dann hätten wir noch gerne Minenleger. Hast du schon? Hast du auch schon Transporter? Ja. Oh, da hast du einen falsch benannt. Du hast sehr schlechte Verteidiger. Das müssen wir ändern. Erstmal werden die umbenannt. In Steuerung X, Steuerung V. Okay. Und du baust jetzt bitte die guten Verteidiger. Die sind zwar immer noch nicht das aktuellste Design, aber das wird reichen. Die da. Fünf Stück. Okay. Nächste Nachricht. Noch mehr auf Kiche entladen, auf Deneb entladen. Deneb, was hast du so zu tun? Du baust. Warum baust du keine Fabriken? Fertigstellung zurückgestellt. Ah, jetzt komisch. Also, oh, du bist schon über dem Cap. Okay, du brauchst die Ressourcen also eigentlich fast gar nicht. Ja, dann hätten wir noch gerne Minenleger. 1, 2, 3, 4, 5. Und was hast du denn noch so? Du hast Transporter. 20 Stück, ja. Du hast Verteidiger. Ist auch okay. Nö, mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Hätten wir uns sparen können. Klein wurde geterraformt. Deneb hat nichts zu tun, das haben wir geändert. Nee, haben wir nicht. Der hat immer noch nichts zu tun. Dann bau doch mal bitte Verteidigung 100 Stück. So, jetzt hast du was zu tun. Sehr schön. Soweit, fertig.